Love Sober Talks Nüchtern, Folge 25. Hallo und herzlich willkommen bei Love Sober Talks Nüchtern, dem neuen Podcast für alle diejenigen, die bereits nüchtern leben und für alle die, die es noch werden wollen. Erfahre, wie Menschen wie du und ich es geschafft haben, nüchtern zu werden und ihr Leben jetzt frei und unbeschwert genießen können. Also, dann fang an und tauche gemeinsam mit mir in die neue Geschichte von Diana ein. Kurzum, einfach nüchtern. Und hier bin ich, Christiane Hartl, Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline und zertifizierte This Naked Mind Coach nach der erfolgreichen Methode von Annie Grace und jetzt auch Podcasterin mit Herz. Mein Freund hat das Sagen, aber nur, wenn ich im Flieger bin. Jetzt noch ein Termin in eigener Sache. Auch im März wird es wieder einen einfach nüchtern Online-Workshop nach der Erfolgsmethode von Annie Grace geben. Dieser findet am 28.03., das ist ein Montag, von 18 bis 20 Uhr statt. Und der zweistündige Intensivworkshop ist etwas für dich, wenn du neu starten möchtest oder aber deine Nüchternheit stabilisieren willst. Melde dich dazu rechtzeitig an, denn die Plätze sind begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 49 Euro. Anmeldung bitte per E-Mail über meine Webseite lovesober.de oder über den Link, den ich in den Shownotes eingebe. So, jetzt kann es aber losgehen und ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Folge mit der wunderbaren Diana aus der Schweiz. Aber es ist schon vorgekommen, dass ich in einem Restaurant mit einer Freundin am Abend getanzt habe, fast als einzige Gäste. Ja. Total nüchtern. Super. Einfach weil die Musik super war und weil wir uns super gefühlt haben. Also das ist nicht weg. Ich habe mich jetzt auch neu zu einem Tanzkurs angemeldet, zum Salsa-Tanzen. Oh, also, cool. Das ist nicht weg. Und ich muss mich jetzt auch nicht mehr vorher ein bisschen warm trinken, weil man denkt, dann ist man vielleicht ein bisschen lockerer oder überhaupt nicht. Im Gegenteil. Hallo und herzlich willkommen im Love Sober Podcast, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich freue mich. Heute habe ich mal über die Grenze geschaut. Es ist auch eines meiner Lieblingsländer, es ist die Schweiz. Und ich habe Diana gefunden bei Instagram. Diana kommt aus Brieg, ist 39 Jahre jung und ist Ayurveda-Spezialistin und nüchtern, hat sie mir erzählt. Und wie es dazu gekommen ist, ja, das möchte ich einfach heute von Diana erfahren und mit ihr ein bisschen über das Thema, ja, über beide Themen sprechen. Hallo Diana, herzlich willkommen. Hallo Chris, vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Ich habe mich super gefreut, dass du so spontan zugesagt hast. Und ja, das ist ja so ein bisschen auch so ein Überraschungstalk, würde ich sagen, weil ich bin so gespannt. Ich habe ja gesehen, du bist Spezialistin für Ayurveda und habe ich gedacht, ja, da passt ja Alkohol gar nicht dazu, ne? Wie war das denn bei dir? Wie ist das denn gekommen? Weil du bist Spezialistin oder hast schon etwas länger, 2013 bist du, glaube ich, dazu gekommen, ne, zu Ayurveda. Und jetzt jetzt haben wir 2022. Was ist dazwischen passiert? Ja, was ist dazwischen passiert? Also, ich fange mal am besten ein bisschen weiter vorne an, denke ich. Gerne. Und zwar bin ich so zum Alkohol gekommen, so ganz normal, in Anführungszeichen, mit 15, 16 im Ausgang, als man wegging und getrunken hatte. Und so ging das eigentlich über einige Jahre. Und ich wurde dann relativ früh mit 19 Jahren schwanger. Dann hat sich das Thema Alkohol erstmal erledigt und ist dann erst Jahre später wieder reingekommen, über hauptsächlich wieder, wenn man mal weggegangen ist und essen gegangen oder mit Freunden sich getroffen hat am Wochenende oder auch in der Gastronomie. Ich habe sehr viele Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Ja. Und dort ist halt der Alkohol wahnsinnig verbreitet, gell? Aber in der Schweiz auch, habt ihr euch dann nach dem Arbeiten noch getroffen oder wie meinst du das so in der Gastro? Ja, irgendwie kriegt man in der Gastro den Eindruck, dass der Alkohol einfach zum Leben dazugehört. Ja. Das ist wirklich,
Man ist den ganzen Tag eigentlich mit Alkohol in Berührung und kriegt man so ein Bild vermittelt, dass das eigentlich dazugehört, dass es normal ist, etwas zu trinken. Und wenn man so zwei, drei Gläser am Tag dann trinkt, dann ist es auch ganz normal oder schon mal gar nicht viel, oder? Ja, klar. Ja. Warst du im Service Ja, oder genau, im Service. Und ich habe teilweise auch in Bars gearbeitet, weil ich es dann besser zeitlich hingekriegt habe. Kleinen. Und dort war es natürlich nochmal in anderen Ausmaßen als in den Tagesrestaurants. Also du würdest sagen, in der Schweiz ist es da wahrscheinlich genauso wie bei uns in Deutschland auch, ne? Also das, der Alkohol ist überall Es ist einfach überall. verfügbar, ja. Genau, das ist es. Und bei mir war das so, dass ich eigentlich nie täglich getrunken hatte. Bei mir war das eher so, dass ich, wenn ich getrunken hatte, schnell mal die Kontrolle verlieren konnte und einfach zu viel getrunken habe. Und ich dachte immer, alle Jahre, ich muss das irgendwie in den Griff kriegen und wie andere Leute auch einfach meine zwei Gläser trinken und dann aufhören. Aber das konnte ich nicht. Ja, wer konnte? Ja, ich konnte, das konnte ich leider auch nicht so richtig. Und dann 2013, als ich die Ausbildung angefangen hatte im Ayurveda, ich wollte eigentlich nur die Massagen lernen, Ja. nach einem Indienaufenthalt. Da habe ich dann für 4 oder 5 Jahre war ich dann da in der Ausbildung und das heißt, ich war fast jedes Wochenende weg an dieser Ausbildung. Ich hatte kein Geld, um wegzugehen. Da war das eigentlich nicht mehr so Thema und mir ging es da sehr, sehr, sehr gut. Aber wenn ich dann trotzdem irgendwann weggegangen bin, dann kam es trotzdem dazu, dass ich dann, wenn ich getrunken hatte, zu viel getrunken hatte. Also du warst eher jemand, der dann das Ende nicht so richtig gefunden hat, Genau, oder? genau. Und ich hatte auch nicht unbedingt getrunken, weil ich schlechte Laune hatte. Im Gegenteil, ich wollte etwas feiern oder hatte Freude an was oder zum Anstoßen mit Freunden, eigentlich aus guten Launen heraus. Und deswegen habe ich mich darüber ehrlich gesagt auch gar nicht so gesorgt. Erst am nächsten Tag, als ich dachte, was ist denn da jetzt wieder passiert? Ja. Wahnsinn. Krass. Aber als du nach Indien gegangen bist, war das, wolltest du da eine Auszeit nehmen oder warum war das, was, wie war das, wie bist du nach Indien gekommen? Das Wie war war mit das? meinem damaligen Freund zusammen. Der war schon öfters dort, immer über den Winter, und hat mich dann mit meinem Sohn zusammen eingeladen, dorthin zu kommen für 3 Wochen. Und das fand ich so schön. Es war wirklich herrlich. Und ich hatte das erste Mal Kontakt mit Ayurveda, diese Massagen dort erlebt und wusste, das ist das, was ich machen möchte. Wahnsinn. Ja, da kommen wir sicher nachher auch noch. Da möchte ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Und ich denke mir, das könnte auch noch andere hier interessieren, wie die Massagen, also wie speziell die Massagen sind und auch die Ernährungsweise würde mich nachher noch interessieren. Ja, und ich habe halt dann auch gedacht, der Ayurveda und Alkohol, wie hast du das dann noch in Einklang gebracht? Oder? Das war lange für mich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, weil ich so dachte, wie kann das sein, dass ich Wochen oder sogar Monate eigentlich dann ohne Alkohol sein kann, es mir gut geht und ich dann irgendwann wieder weggehe und die Kontrolle verliere. Also ich habe da wirklich den Spagat versucht zu machen, der eigentlich kaum möglich ist. Erst jetzt, wo ich weiß, wie das funktioniert mit der Abhängigkeit und der Sucht, wird mir das langsam bewusst. Aber das hat Jahre gedauert, Ja, das bis ich glaube ich jetzt dir. das. Und diese Scham natürlich, einfach dieses Nicht-Verstehen und denken, ich bin damit allein auf der ganzen Welt mit diesem Problem. Ja, ist wahrscheinlich in der Schweiz auch. Man spricht da ja nicht drüber, ne? Du hattest wahrscheinlich auch niemanden, so wie ich auch. Ja, mit wem kann ich mich anvertrauen, ne? Genau. Und wenn man mal mit jemand gesprochen hat, dann, ich meine, die meinten das ja auch nur gut, aber dann kriegt man zu hören, ja, es ist jetzt bei dir nicht schlimm, diese alle paar Wochen oder Monate mal zu viel Ja. trinken, das gehört doch dazu und ja. Ja, ich hab mir auch natürlich die Schuld bei mir gesucht und wusste aber auch nicht, wen kann ich ansprechen. Ne? Ich wusste auch nicht, es gab da zu dem Zeitpunkt ja Podcasts, die haben, glaube ich, gerade angefangen, so vor 2 Jahren. Aber da gab es noch nicht viel. Also für mich gab es nur AA und die klassische Suchtberatung.
Und dann habe ich, da dachte ich, ich wäre vielleicht noch nicht weit, es wäre noch nicht weit fortgeschritten genug, meine Alkoholabhängigkeit. Ja. Und dann hat sich ja der Freund oder der Partner von einer Freundin einweisen lassen in eine Klinik. Und dann habe ich diese Freundin gefragt. Ich sage, du, kannst du mir mal Tipps geben? Was hat denn dein Partner gemacht? Wie hat er sich einweisen lassen? Ne? Ich habe ihr das dann gar nicht so, ich habe ihr dann, glaube ich, schon erzählt, ich glaube, ich habe auch ein kleines Problem, weil ich wusste auch nicht, wen kann ich fragen. Ne? Mhm. Ja. Das ist Wahnsinn. Und vor allem, weil es ja eigentlich wirklich mit der Alkoholsucht so ist, dass man erst als Alkoholiker, Alkoholikerin gilt, wenn man bemerkt hat, dass man ein Problem hat, oder? Ja, und wenn man aufgehört hat, dann ist man auch, oh ja, dann war man Alkoholiker, ne? Genau. Genau. Also aufhören, weil man vielleicht sagt, man möchte sich jetzt gesünder ernähren oder man möchte einfach diesem Sober Lifestyle jetzt folgen. Das funktioniert auch nicht. Dann hinterfragen die Leute auch wieder, ja, was ist mit der denn? Warum, was war denn los? Also genau. Die gehen dann davon aus, dass man ein Problem hatte. Ne? Also man kann nur aufhören, komplett Alkohol zu trinken. Aha, das heißt, sie hatte ein Problem. Genau. Und das so zu erkennen, dass eigentlich der Schlüssel bei mir zumindest, und ich denke bei ganz, ganz vielen auch, nicht darin liegt zu lernen, weniger zu trinken, sondern einfach gar nichts zu trinken, dass das so einfach ist, ja, letztendlich, ja, ja. Das war mir nicht klar. Das war mir auch nicht klar. Das war mir auch nicht klar. Ich habe alle Tricks probiert, weniger zu trinken, die man sich irgendwie nur vorstellen kann. Und erzähl, welche? Weniger trinken, zuerst nur ein Glas oder ein Glas und dann ein Glas Wasser dazu. Ja, oh ja, der Klassiker. Ja. Oder nur am Wochenende mal. Oder nur Wein oder nur Bier im Sommer. Einfach alles nur, einfach wirklich. Also keine Regel, die es noch nicht gab. Wahnsinn, ja. Es ist, nee, ich glaube nicht. Und die werden ja teilweise auch empfohlen. Habe ich jetzt auch einen großen Artikel gelesen in der Sonntagsausgabe. Ja, dass es jetzt sogar Coaches gibt für kontrolliertes Trinken. Mhm. Und ich dachte, das muss irgendwie möglich sein, aber dass es das nicht ist und dass da das Große oder die Lösung liegt für das Problem. Das kontrollierte Trinken, ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir war, mich hat es noch mehr frustriert. Mich hat es überhaupt nicht glücklich gemacht. Ich habe mir dann gesagt, da habe ich noch in Spanien gelebt, freitagsabends habe ich mir so eine ganz kleine Flasche Wein gekauft mit 375 Milliliter. Ja, aber ja, das war dann ein großes Glas. Und dann habe ich gedacht, ja, und was trinke ich jetzt? Ich war dann total deprimiert eigentlich über das Glas. Genau. Im Grunde wollte ich ja 1,5 Flaschen trinken. Ja. Also, ja. Das ist genauso wie mit der Tüte Chips. Also meine Freundin kann das, kauft dann nur die kleine Tüte. Also wenn ich die kleine Tüte esse, dann esse ich lieber gar keine, weil das macht mich nicht glücklich. Ne? Genau. Und das ist genau der Punkt. Und das hat mir einfach nichts gebracht, dieses eine Glas zum Essen und das immer nur so ein ganz kleines Schlücklein nehmen. Ah, das habe ich auch probiert. Ja, Es ist einfach nicht, das hat nicht hingehauen. Das hat nicht hingehauen, bei mir auch nicht. Also wenn ich auch schon auf der Karte gelesen habe, dass es da nur 0,1 gab, habe ich gedacht, oh mein Gott, das wird ein teurer Abend. Ne? Genau. Das kommt ja noch dazu. In der Schweiz ist es ja auch teuer, ne? Der Wein ist sehr teuer. Ja, dann hat man daneben vielleicht noch einen Teller Pasta gegessen und gedacht, naja, dann trinkt man noch ein gutes Glas Wein. Einfach völlig verrückt. Das war einfach... Aber das war nicht vorstellbar, essen zu gehen, ohne ein Glas Wein dazu zu trinken. Das war einfach, das stand das gar nicht auf der... Zur Debatte, ne? Ja. Ja, genau. Absolut. Gut, also du hast das dann ja auch festgestellt und hast dann auch die Trinkregeln. Ja, Trinkregeln, die haben für mich auch nie funktioniert, die haben für mich nicht funktioniert, weil ich hatte immer das Gefühl, ich bin dann auch so auf einer Dauerdiät. Mhm. Auf einer Weindiät. Also ich konnte das schon, aber es hat dann meinetwegen einen Monat funktioniert und irgendwann bin ich dann halt wieder richtig eingeknickt, ne? Mhm. Also eingebrochen, dass ich dann wieder eigentlich schon wieder bei täglich einer Flasche war. Ja, ja, der Wahnsinn. Und die Menge ist, das ist einfach der Körper, der hat so viel zu leisten. Das ist unfassbar. Es ist unfassbar und
Ich denke auch eben, wenn es dann fast wie ein Belohnungssystem wird, oh, jetzt habe ich so lange nichts getrunken, jetzt kann ich auch mal, jetzt habe ich eine Woche Ferien, jetzt kann ich doch mal richtig in die Stränge schlagen. Es ist völlig die Wahrnehmung, die es dann so daneben plötzlich. Ja, ich möchte da nie wieder zurück und ich bin auch davon überzeugt, weil, wie du ja vorhin gesagt hast, es ist ja, es hört sich jetzt natürlich für uns sehr leicht an, ne? Wir sind jetzt schon auf der anderen Seite angekommen, ne? Ich sage zwar auch, wenn man das einmal verstanden hat, was der Alkohol mit einem macht, dann hat man eigentlich gar keine andere Wahl, als zu sagen, ja, ich trinke das nicht mehr, das Gift. Genau, dann ist es wirklich vorbei. Ja. Wie war das bei dir? Also, du warst in Indien, da hast du, ich glaube, in Indien, da kann man doch gar nicht so gut Alkohol trinken, ne? Also Nee, auch, ne? das war da auch nie ein Thema, wenn ich in diesen Umgebungen war und dann hatte ich auch kein Verlangen nach Alkohol. Es war wirklich eher in diesen, wenn mal eine Party stattfand oder wenn man im Ausgang war, im Biergarten, wo das eben dazugehörte. Aber Und in zu Indien Hause? gehörte das nicht dazu. Ja. Zu Hause habe ich sehr selten getrunken, muss ich sagen. Wenn Aha. Besuch da war, aber ansonsten. Oder mal beim Zurechtmachen, wenn ich dann wegging, dann vorher so eine kleine Dose Prosecco zum die Zum Stimmung ein Warm bisschen anheben, zum Warm Warmtrinken up, einfach. Ja, genau. genau, das war dann, das hat dann dazugehört. Ja, aber ansonsten, nee, deswegen dachte ich lange nicht oder war mir lange nicht bewusst, dass ich wirklich ein Problem habe. Ja, aber ist auch interessant, weil ich habe unheimlich gerne am liebsten alleine zu Hause getrunken. Ja. Und ich glaube, jeder hat da seine eigene ganz individuelle Geschichte. Ich habe jetzt schon ein paar Interviews auch geführt und das ist echt so interessant. Jeder ist da wirklich anders. Du sagst, du hast eher außerhalb der Wohnung getrunken. Ja, genau. Eher außerhalb der Wohnung. Und ich habe das wie getrennt, eben von meiner Arbeit sowieso und vom Familienleben zu Hause habe ich es auch komplett versucht, irgendwie zu trennen. Ja. Hat das keiner gemerkt zu Hause? Manchmal schon, aber ich habe es schon versucht so hinzukriegen, dass das mein Sohn nicht mitgekriegt hat, dass ich dann wirklich spät nach Hause komme, damit er mich nicht sieht, wenn ich zurückkomme. Aber natürlich merken die das. Also es ist eine Illusion, sich einzureden, dass die das nicht merken. Nein, Kinder, also auf jeden Fall Kinder spüren das. Die Kinder spüren das und 100%ig. Die kriegen viel, viel mehr mit als wir. Ich habe ja auch zwei große Kinder jetzt, die haben das auch mitbekommen, ja. Ja. Also ich war jetzt nicht regelrecht betrunken vor ihnen, aber ich hatte halt ständig immer so, das Glas stand bei uns halt immer irgendwo. Oder mein Glas stand immer. Ja. Und ich habe das immer so, ich weiß es nicht, so ein bisschen abgetan, aber für die Kinder war das klar, die Mama hat ein Glas in der Hand. Ganz schrecklich, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Aber na, die beobachten einen da schon. Ne? Ja, man sieht es auch immer wieder was mir auffällt, so auf Fotos, in Fotoalben oder so, was Mhm. da Gläser rumstehen eigentlich. Es ist verrückt, das fällt einem erst jetzt richtig auf. Ja. Also bei mir gab es halt auch immer, ich fand das auch ganz toll, mit Bildern, immer mit Weingläsern auf Bildern zu posten, ne? Zu posieren. Ja. Ja, sehr viel. Ich fand mich da auch noch ganz unwiderstehlich toll. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, gut, aber das war dann die Zeit, ne? Ja, dann, wie ging es weiter? Du warst, ja, also bei dir war das dann eher so, wie oft kam das dann vor, sagen wir mal so, dass du kein Ende gefunden hast? Einmal die Woche, zweimal die Woche? Nee, das war weniger. Also es kommt darauf an, in welcher Zeit es war. Als ich dann 2014 habe ich die Massage Ausbildung fertig gehabt und habe dann direkt meine Selbstständigkeit aufgebaut. Und da war es so, für mich war klar, wenn ich am nächsten Tag arbeite, dann gibt es am Abend, zuerst gab es gar nichts und wenn, dann nur ein Glas Wein, eins. Gut, Und ja. da konnte ich sehr stur sein und das auch durchziehen, weil das gab mir Struktur und ein bisschen Sicherheit. Ich denke, sonst wäre das viel früher noch viel schlimmer gekommen bei mir, denke ich. Ja.
Aber wenn es dann hieß, okay, ich arbeite jetzt 3 Tage nicht, und es war zum Beispiel ein Donnerstagabend, dann dachte ich, oh, ich muss heute ausgehen und das feiern und jetzt darf ich auch mal und wer kommt denn heute mit mir? Dann habe ich meine Freunde angerufen, irgendjemand musste Zeit finden, um loszuziehen, einfach, ja. Super. Und Krass. es war dann eben, es waren Wochen dazwischen, manchmal sogar Monate. Cool, Aber es kam immer aber wieder vor. trotzdem hast du gedacht, irgendwas läuft da nicht normal, oder ich würde jetzt fast sagen, so schlimm war es doch gar nicht. Genau, das habe ich auch ganz, ganz, ganz oft gehört. Das höre ich auch jetzt noch oft. Aber für mich war das ganz schlimm, weil ich dann wirklich viel getrunken habe, teilweise. Habe vielleicht auch nicht mehr so viel vertragen, dadurch, dass ich nicht so regelmäßig mehr Ja. getrunken hatte. Aber es war dann wirklich zu viel. Es gab auch Tage, wo ich nicht mehr wusste, wie ich jetzt genau nach Hause gekommen bin oder was ich alles gesagt habe oder wem geschrieben oder habe ich irgendwas verloren an dem Abend. Okay, ja. Weißt du, dieser Spagat auf der einen Seite so gesund zu leben und diesen Lifestyle zu zelebrieren, auf der anderen Seite Ja, dann sich ja. so abzuschießen, das war wirklich schlimm für mich. Ja, ich glaube, im Englischen sagt man dieses Binge-Drinking, ne? Also das ist eher, also wenn du getrunken hast, dann hast du wirklich, sagen wir jetzt mal, wirklich kein Ende gefunden, ne? Und das war Genau. für dich so schlimm und für mich war, bei mir haben auch viele gesagt, ja, aber so schlimm war es doch nicht. Doch, für mich war es schlimm. Ja. Genau das. Ja. Jeder hat ja einen anderen Leidensdruck. Also ich habe darunter gelitten, unter der Sucht, unter dieser Abhängigkeit. Dass ich merkte, mein Tagesablauf hängt von meinem Trinkverhalten ab oder von meinem, wie viel ich trinken kann, darf. Genau, Ne? genau das. Oder wenn man irgendwo eingeladen wurde und man wusste, da wird getrunken, dann habe ich mich schon damit beschäftigt, na, wie viel werde ich trinken und bis wann und oder gehe ich früher oder mache ich am nächsten Tag irgendwie eine Verabredung, damit ich weiß, ich muss früh nach Hause. Das war, Ja. es hat einfach alles bestimmt irgendwie. Das meine ich, ja. Es hat Genau auch mein das. Leben, es hat mein Leben bestimmt und jetzt bestimme ich wieder, wie Genau. mein Tagesablauf ist und ich denke da überhaupt nicht drüber nach. Genau, das ist es. Und das ist eines der großen Vorteile Ja. am Leben ohne Alkohol, finde Oh, ich. auf jeden Fall. Aber interessant, also das finde ich jetzt auch interessant. Also klar, zu Ayurveda passte das überhaupt nicht, ne? Also. Nee, gar nicht. Wobei der Ayurveda ist jetzt auch nicht so streng manchmal jetzt Ist hier. nicht so streng, gut. Ja, nee, es ist wirklich so, es gibt nicht das Verbot oder teilweise habe ich es auch schon in Büchern gelesen, dass ein Glas auch erlaubt ist, Ah, in okay. Anführungszeichen Alkohol. Wobei damit nicht der Alkohol an sich, der Stoff gemeint ist, sondern einfach der Wein oder das Bier, am besten alkoholfrei, oder? Aber das sieht man dann anders, wenn man da drin steckt. Oder man liest es anders raus und denkt, naja, wenn das sogar da erlaubt ist, dann. Ah, aber du meinst, es ist eher alkoholfrei erlaubt. Ja, ich denke auch. Oder nicht völlig verboten, wenn es vielleicht wirklich ein kleines Glas ist, aber von dem Glauben bin ich jetzt eigentlich Ja. auch schon weggekommen, ja. Ja, ich glaube auch. Wirklich. Aber Ja, das sind toll. halt so diese Strohhalme, an die man sich in der Sucht noch klammert, weil man denkt, naja. Wenn das da jetzt noch erlaubt ist, mehr oder weniger, dann kann es ja gar nicht so schlimm sein, oder? Genau. Das ist Ja. wie Ärzte teilweise auch noch ein Glas Rotwein empfehlen am Tag. Ja, die sind auch nicht mehr auf dem neuesten Stand, ne? Nee, nee, Ja. überhaupt nicht. Da ist so viel gegangen in der letzten Zeit, denke Absolut, ich. ja. Ja. Wie lange lebst du jetzt alkoholfrei? Also Ach. ganz ohne Alkohol sind es jetzt 9 Monate. 9 Monate, eine Genau. Schwangerschaft sozusagen. Genau. Perfekt, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist doch toll, oder? Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich großartig an. Also ich Ja. denke, das war etwas vom Besten, das ich überhaupt machen konnte. Ja, dieses komplette Loslassen, Abgeben. Genau. Ja. Es ist die ganzen Probleme, das hat sich alles in Luft aufgelöst und das ist, das, ich Wahnsinn. glaube, wenn man das nicht erlebt, dann kann man Wahnsinn. es nicht kaum beschreiben, gell? Nein, ich habe dich ja vorhin gesehen. Also du strahlst das auch so aus. Ne? Ich hoffe, Mhm.
Wir bringen das jetzt hier auch beide rüber. Aber ich habe das bei Instagram, ich habe einen Post nur gesehen. Ich habe gesagt, das ist, ja, da muss ich einladen. Du strahlst das aus und da kommt auch kein Zögern. Da gibt es auch kein Zögern, so ja, nein, vielleicht. Das ist nicht. Nee, das ist überhaupt nicht. Das war mir in dem Moment, wo ich mich wirklich entschieden habe, ich höre ganz auf zu trinken, da wusste ich, es ist vorbei, es ist. Wie war der Moment oder was war, weißt du noch genau, wie das so kam, also und wie der Moment dann war? Ja, das weiß ich noch sehr genau. Ich weiß, ich war zu Hause, ich war verkatert, weil ich am vorderen Abend wegging und ich bin aufgewacht und mit diesem üblen Geschmack im Mund und dachte, meine Güte, was war denn da los? Also ich habe doch gar nicht so viel getrunken und ich war einfach verkatert. Ich hatte tatsächlich nicht wahnsinnig viel getrunken am vorderen Tag, aber ich habe mich hundselend gefühlt und bin auf den Podcast gestoßen von Nathalie Stüben. Okay. Und ich habe mir so viele davon angehört und im Tag und gesehen, dass die so ein Programm anbietet und mich für dieses Programm angemeldet, für diese 30 Tage ohne Alkohol war das. Wahnsinn, ja. Und da wusste ich wirklich, es ist vorbei, weil die hat wirklich so viel ausgesprochen, was ich für mich fühlte und dachte, was ich vorher nie irgendwo gehört hatte, oder? Ja, mir ist es genauso gegangen. Ich habe sie im Fernsehen gehört und habe gesagt, ja. Sie hat das gesagt, was ich genauso wie du gespürt habe. Und dann war für mich klar, ja, das war's. Auch so. Genauso. Auch so klar, okay. Genau, ganz klar. Wahnsinn. Ja. Ich habe das Programm jetzt nicht gebucht. Ich habe dann das bei der Annie Grace in Amerika gemacht. Und weil ich bin dann, ich habe Nathalie im Fernsehen gesehen und bin dann auch gleich zum Computer und habe dann recherchiert und bin dann irgendwie ja in Amerika ziemlich schnell gelandet und das hat mich super angesprochen auch. Mhm. Aber der Moment, dass ich wusste, ich trinke nie wieder, das war das von ihr zu hören, aha, ihr ging es genauso, ich bin nicht alleine. Das war für mich der ausschlaggebende Punkt, ja. Mhm. Mhm. Dass ich nicht schuld habe, sondern dass ich abhängig geworden bin von einer Droge. Mhm. Und in dem Moment, wo ich das weglasse, dass es mir dann besser geht. Genau. Genau so. Wahnsinn. Ja, wirklich. Ja. Das ist wirklich. Aber hast du das gegoogelt? Hast du das eingegeben? Oder wie bist du auf dem Podcast? Wie hast du den Podcast gefunden? Über YouTube, denke ich, war das. Also ich weiß noch genau, ich habe ausgerechnet, wie viel Promille habe ich, dass ich hatte, ob das denn wirklich so viel war oder doch nicht. Ich war irgendwie wirklich völlig, ja, ich war recht verzweifelt in dem Moment. Und habe dann weiter gegoogelt und bin auf diese Nathalie Stüben gekommen. Ja. Und das Video und der Podcast, ich weiß nicht, was ich zuerst gesehen hatte, aber ich habe dann mir den ganzen Tag noch ein paar Videos und einen Podcast reingezogen. Ich habe sie auch alle gehört. Ich habe sie alle. Und da wusste ich dann, ich wollte auch selber, deswegen, ich wollte auch gesagt, ich möchte auch selber einen Podcast machen. Ich meine, meine ist wirklich jetzt ja ganz anders. Und weil ich finde einfach ich habe dann auch von Annie Grace die ganzen Interviews habe ich mir angehört, die ganzen Geschichten. Und ich denke einfach, das hilft. Mhm. Es hilft einem auf dem Weg in ein nüchternes Leben zu hören, wie haben das andere geschafft, was haben andere gemacht. Und aber dann war das ja bei dir auch mehr oder weniger dieses spontaneous sobriety, ne? Mhm. Ja. Ich denke schon. Also was mir danach auch geholfen hat, ist, dem wirklich Gewicht zu geben und nicht zu denken, ich gehe jetzt in jede Situation wieder rein, die ich vorher hatte mit Alkohol. Ah, okay. Einfach nur ohne zu trinken. Das war schon auch ein Schlüsselpunkt für mich, weil das ist dann schon nicht ganz einfach. Aber du sagst es, da können wir auch nochmal drauf eingehen. Das ist genau der Punkt. Mhm. Wenn, bei mir, ich habe am 8. April 2020 aufgehört, im ersten Lockdown. Und da dachte ich halt, der Lockdown, du musst den ausnutzen, der kommt dir zur Hilfe. Die ganzen Weinbars, Weinkneipen und Weinmärkte, die waren, gab es nicht. Mhm. Und als ich dann soweit war, wieder in eine Kneipe zu gehen oder in ein Restaurant, da war ich schon so gestärkt. Also ich habe am Anfang ganz vorsichtig, ich bin in Situationen jetzt nicht aus dem Weg gegangen, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich war schon sehr vorsichtig. Mhm.
Und ich denke, das ist auch wirklich ein Schlüssel, auch die Zeit dazwischen, gell? Ich finde, man muss sich die Zeit nehmen und sich erstmal nur um sich kümmern. Und ich kann nicht gleich in die erste, natürlich kann ich in die erste Kneipe gehen und Party feiern, aber warum soll man sich diesen Schwierigkeiten aussetzen? Genau. Und halt auch die Funktionen, die der Alkohol halt übernommen hat zuvor. Ja. Wie Mut antrinken, wenn man denkt, oder das macht mich ein bisschen selbstbewusster oder lockerer oder lustiger. All die Irrtümer, denen man eigentlich unterliegt letztendlich. Aber da muss man ja erstmal hinkommen, das zu entdecken. Was hast du dann gemacht, zum Beispiel? Also ich bin am Anfang gar nicht so weggegangen. Was ich gemacht habe, ich habe es ganz schnell sehr vielen erzählt, damit ich ganz viele Hintertürchen schließen kann und mich Super nie mehr Idee. fragt. Ja, Ja. ich war da wirklich ziemlich offen und habe gesagt, ich habe aufgehört zu trinken. Wie aufgehört zu trinken? Ich wusste gar nichts mehr. Nein, gar nichts mehr. Ja, nie mehr. Nein, nie mehr. Cool. Und ich war mir da auch nicht so ganz sicher. Also ich habe es schon für mich gespürt, ich bin damit durch. Aber Ja. das auszusprechen, nie wieder, das war dann schon, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich mir nicht ganz geglaubt. Weißt du, was ich meine? Weil ich so. Ja, ich glaube, ich konnte mir selber am Anfang auch nicht glauben. Ich habe auch Genau. gedacht, weil wir sind uns da so ähnlich, ne? Ich habe wahrscheinlich auch gedacht, was, mein Freund guckte mich ja auch an, ja, wie, nie wieder? Ich so, nein, nie wieder. Genau. Der hat auch gedacht, was ist mit der denn los? Ach, die spinnt gerade ein bisschen, ne? Aber ja. Genau. Und dann diese Situationen neu zu besetzen, in denen man vorher getrunken hatte, das war. Aber ich muss sagen, ich find das total schön. Man lernt diese Situationen neu kennen, die Schönheit Ja, darin ja. entdecken, die man vorher nicht mehr gesehen hat, weil es eigentlich nur um den Alkohol ging, also Um nicht das Alkohol, aber stumpfe Betrinken ging es eigentlich nur, ne? Ja, ja. genau. Was war diese Woche? Hat auch jemand heute Morgen, genau. Heute Morgen habe ich auch was gepostet und dann geschrieben, das Hobby war eigentlich das Trinken. Also ich habe mich eigentlich am Wochenende immer nur umgeschaut, wo gibt es Weintastings und ja, es drehte sich alles nur um Weinproben, ausgehen, essen, trinken, essen und Wein trinken. Und nichts anderes mehr. Und im ersten Moment war ich mir dessen auch gar nicht so bewusst, als ich losging. Ich dachte, ich will mich wirklich, weil es Spaß macht, mit Freunden treffen und aber so das erste halbe Glas oder das erste Glas und dann hat das gekippt. Da ging es wirklich nur noch, also nein, nicht immer Ich nur weiß, noch, aber ja. Oft darum. oft wirklich darum. Und was ich einfach immer gehasst habe, sind diese Kater, diese verlorenen Tage, das. Ah, die hatte ich nicht so. Die hatte ich ganz früher, als ich noch in Spanien gelebt habe und also wirklich noch jünger war, ohne Kinder. Da hatte ich dann auch so die Sonntage, die wir dann komplett im Bett verbracht haben und draußen war der schönste Sonnenschein. Das waren dann für mich so absolut verlorene Tage. Weil wir in Spanien dann auch erst morgens, da haben wir meinetwegen bis morgens 7 Uhr gefeiert. Das macht man ja in Deutschland jetzt nicht mehr. In meinem Alter auch nicht mehr so weniger. Ne? Also da hatte ich nicht mehr so die extremen Kater. Oder aber ich hatte dann morgens ein bisschen Kopfschmerzen und dann habe ich eine Kopfschmerztablette genommen. Also das war nicht so das Problem. Das Problem war bei mir diese Regelmäßigkeit und die hat mich gestört. Dass ich merkte, ich habe die Kontrolle nicht mehr. Genau, diese Über mein Kontrolle, Leben, über ja. meinen Tagesablauf, dass ich merkte, ich plane, aha, morgens gehst du joggen, weil nachmittags trinkst du ja schon wieder. Bürosachen kannst du auch nur vormittags machen, weil sonst nachmittags vertust du dich mit den Rechnungen. Also da, je nachdem, wann ich nachmittags angefangen habe, war da nicht mehr viel. Dann war da mein Hobby, bestand dann nur noch aus Trinken. Wahnsinn. Und das fand ich einfach, habe ich gedacht, das kann jetzt nicht dein Leben sein, das kann es nicht sein. Und das fand ich auch, oder wenn wir eine Wanderung gemacht haben, gedanklich, ich bin super gerne gewandert, das konnten dann auch 20 Kilometer sein, aber gedanklich war ich schon im Wirtshaus, ne? Irgendwo, wo wir dann eingekehrt sind. Aha, Ja, so die Belohnung ja danach, genau, da wird man so, absolut. Ja, ja. das war mir am allerwichtigsten noch. Okay. Ja. Ja, es ist Und Wahnsinn. das fand ich halt. Und wenn ich morgens von dem Flug kam, hat mich das auch tierisch gestört. Die anderen haben gesagt, ah, ich gehe jetzt erstmal nach Hause und ich dusche und dann lege ich mich schön ins Bett. Und bei mir war das, ich gehe nach Hause und ich wusste, ich trinke erstmal einen Sekt. Ja. Und dadurch war ich dann natürlich auch nicht müde. Ich war dann erstmal sowieso überdreht. Dann konnte ich mittags schlafen. Entschuldigung.
Ja, dann habe ich mittags geschlafen, bin dann wach geworden und dann war ich natürlich, da war ich dann schon verkatert, ne, vom Flug, von dem Sekt. Das war ein ganz fieses Gefühl. Das fand ich so furchtbar, dass ich gedacht habe, das möchte ich nie wieder haben. Also Ja, das wie du waren, sagst, ja, ja. diese Kontrolle, die man wieder erlangt, das ist auch genial. Oder Ja. man kann jederzeit Auto fahren. Jederzeit. Wir hatten letzte Woche ein Treffen von unserem Sober Club hier und in Frankfurt. Wir sind alle problemlos noch Auto gefahren. Ne? Genau, ja, das Ja. ist so großartig. So Ja, großartig, ja. großartig. Wie auch so, ja, hoffentlich hält uns mal die Polizei an, ja, jetzt wo wir nüchtern sind. Ne? Genau, Also genau. es hat nur Vorteile. Ne? Ja. Aber toll, ich habe das bei dir gedacht, dass du auch so dieses Spontaneous hattest. Und dein Umfeld, die waren auch, hattest du da auch welche, die dann irgendwie ein bisschen blöd reagiert haben oder so, die gesagt haben, was ist jetzt mit dir los? Spaßbremse. Nee, eigentlich nicht. Das Höchste, das ich so gehört habe, war so, ja, wie lange dauert es denn wohl? Oder irgendwie so. Aber ansonsten, also meine Freunde, die sind alle, haben eigentlich super reagiert. Und das war überhaupt nie ein Thema, auch nie blöde Sprüche. Ja, trinkst du jetzt nichts und magst du nicht? Und die laden dich auch nach wie vor ein. Also ihr geht auch. Ja, also Oder ich hast du gehe da gemerkt, weniger dass. weg. Ja, okay, ja. Ich gehe weniger weg, aber gezielter. Ich gehe Genau. weg mit einer guten Freundin zum Essen, gehe dann halt eben früher hin und früher wieder nach Hause oftmals. Ja. Und esse wirklich was Schönes für ein tolles Gespräch. Und es ist auch vorgekommen, dass ich noch tanzen gegangen bin, weil das mag ich auch gerne. Also ich bin ja nicht jetzt ein ganz anderer Mensch als vorher. Aber es ist halt aufgrund der Lage momentan nicht so das Thema. Ja, und das Tanzen, wie fühlt sich das? Ich habe das jetzt, ich glaube, ich habe noch nicht nüchtern getanzt. Also ich war einmal aus, aber es war auch so, dass wirklich das andere Publikum, die waren alle so um die 20 Jahre alt, gell? Und wir waren da, wir haben getanzt, es war lustig, aber es hat mich jetzt nicht umgehauen. Und es war ein Club. Ich dachte früher immer, ich liebe das und ich mag tanzen wirklich. Aber an dem Abend war es schon ein bisschen speziell. Okay, kann ja sein. Ne? Ich meine, man Ja? hat ja nicht immer den gleichen, man ist ja auch nicht immer in der gleichen Stimmung, ob jetzt mit Genau. Alkohol oder ohne Alkohol. Ne? Genau. Aber es ist schon vorgekommen, dass ich in einem Restaurant mit einer Freundin am Abend getanzt habe, fast als einzige Gäste. Ja. Total nüchtern, Super. einfach weil die Musik super war und weil wir uns super gefühlt haben. Also das ist nicht weg. Ich habe mich jetzt auch neu zu einem Tanzkurs angemeldet, zum Salsa-Tanzen. Oh, Also das cool. ist nicht weg und ich muss mich jetzt auch nicht mehr vorher ein bisschen warm trinken, weil man denkt, dann ist man vielleicht ein bisschen lockerer oder überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ja. Also. Sehe ich genauso. Also es macht ja auch Mut. Ich finde es toll mit den Hobbys. Ne? Man entdeckt wieder neue Seiten oder man entdeckt auch neue Hobbys. Du jetzt mit dem Tanzen, mit dem Salsa. Und du machst ja auf mich jetzt auch keinen traurigen Eindruck. Oder wir haben jetzt schon wieder so viel gelacht. Ne? Ja, Also, ja. also es ist ja schon so, wenn man dann nüchtern ist, dann kommen die Gefühle viel intensiver wieder. Ja. Auf jeden Fall. Die sind super intensiv. Super ehrlich. Ja, die sind so raw. Auf Englisch hast du, wie sagt man das auf Deutsch? Ja, die sind einfach total echt. Ne? Die Die sind sind nicht echt und verstellt. ja. Und auch nicht verzögert. Ich denke, Abs unter Alkohol verzögert man manchmal ein bisschen den Einfluss der Gefühle, oder? ja. Ja, es ist nicht einfach, ne? Es ist manchmal nicht einfach, wenn die Gefühle, also wenn man nüchtern ist und die Gefühle dann auch so spürt, weil man hat keine Möglichkeit mehr, sich hinter dem Alkohol zu verstecken. Genau. Ne? Man steht da, ja, ich sage mal wie Annie Grace, also das Naked Mind, also man steht da irgendwie nackt, man ist nackt da und so, das Gefühl ist jetzt da, der Alks ist kein Alkohol zur Hand oder man will ihn ja nicht mehr. Und dann muss man da eine Lösung finden. Ne? Aber ich finde es Genau. spannend, ich finde es echt. Auf jeden Fall auch eine Herausforderung, finde ich. Und ja, es gehört Mut dazu. Ja, es gehört Mut dazu, aber ich denke, man wird so sehr belohnt, weil man lernt sich selber noch mal ganz neu kennen und man trifft viel mutigere Entscheidungen, finde ich. Also, was ich jetzt so bei mir erlebe, das ist, ich hätte mir das vor einem Jahr nicht vorstellen können. Zum Beispiel, was war.
So, was? Eigentlich schon nur der Tanzkurs oder manchmal so ganz kleine Sachen, die ich vorher dachte, ah nee, das mache ich nicht alleine oder da gehe ich nicht hin, wenn ich jetzt nicht mit meinem Partner hingehen kann, jetzt zum Beispiel einen Tanzkurs. Und ist jetzt so, dass ihr momentan beruflich nicht hier in der Umgebung lebt und dann gehe ich halt alleine hin und das macht nichts und das ist okay, es ist gut. Also du meinst, das hättest du vorher nicht gemacht? Hättest Ich du nicht? glaube nicht. Ich glaube nicht. Oder wenn ich eine Freundin gefunden hätte, die mitmacht. Aber da muss man ja auch noch gerade jemand finden, die auch Zeit hat und Lust auf diesen Tanzkurs, gell? Stimmt. Aber du bringst mich auf eine Idee. Vielleicht sollte ich da auch mal gucken. Ich tanze auch gerne. Aha. Das ist cool. Ja, Ja. siehst du? Also du hast dich alleine da angemeldet. Ja, ich finde, das ist, ja, vielleicht können wir auch dazu noch jemanden animieren, der uns zuhört oder so. Also ich finde, man kommt so auf so tolle Ideen. Also ich hätte vor 2 Jahren auch nicht gedacht, dass ich mal einen Podcast starte und so viel Spaß daran habe. Und ich finde das so spannend, auch welche Menschen ich kennenlerne oder wie viele tolle Menschen ich jetzt auch kennengelernt habe in dem Sober Movement. Das ist unfassbar, ja. Ja, das ist wirklich so. Ich finde das auch großartig. Jetzt auch über Instagram. Ich habe ja den Account noch nicht lange und was da Nein. eigentlich schon kommt und neue Connections, die man bildet. Also, Ja. das ist mega. Und das Ayurveda, das hast du, aber du hast eine Praxis vor Ort. Kannst ja da noch mal ein bisschen so zu erzählen. Ich glaube, bildest du auch Kochkurse? Ja, also ich habe Kochkurse angeboten gehabt und jetzt, ja, ist das ein bisschen gerade weggefallen durch die Situation. Ja. Aber ich möchte jetzt auf jeden Fall wieder starten, Kochkurse anzubieten und habe mir jetzt auch ein Equipment bestellt und werde dann auch Online-Kurse anbieten. Das ist auch noch so ein Punkt, der neu dazugekommen ist. Okay, super. Und mache Ernährungsberatungen, Coachings und Massagen nach wie vor. Wie heißt deine Webseite und wo können dich die Zuhörer finden? Vielleicht kannst du das schon mal bekannt geben. Ja, natürlich, sehr gerne. Also die Webseite ist www.ayurveda-lauber.ch. Okay, sehr gut. Und Genau. dein Instagram-Account heißt. Ayurveda Sober. Ah, das passt. Ja, siehst du, Genau. deswegen. Dann stand da, glaube ich, ja, da stand es ayurvedisch und nüchtern, glaube ich, hast du Genau, geschrieben, ne? Ja, genau. da muss ich mal nachfragen. Und dein Sohn, wie hat der reagiert, dass er jetzt eine nüchterne Mama hat? Ja, also ich weiß nur vom Insta-Account, der hat mir direkt einen Screenshot geschickt und gesagt, Okay. Mama, Mama, was machst du da? Der ist, wie alt ist er, wenn ich jetzt 19. 19, ne? Ja, genau. Aber er hat cool reagiert und nee, das passt schon. Den interessiert jetzt das auch nicht so wahnsinnig, was die Mama da macht. Aber Ja. Ich glaube, es die war kriegen dann das. lustig. Aber ich glaube, die kriegen das schon mit und die finden das auch toll. Im Insgeheim finden sie das schon toll. Und ja. Was sagst du jetzt zum Beispiel, wenn er jetzt ein. Also ich bin da sehr offen, wenn meine Kinder jetzt ein Bier trinken wollen oder ein Hugo, dann. Sollen Sie das gerne tun? Also da habe ich jetzt gar nichts dagegen, weil Nee. ne, die müssen jetzt nicht aufhören, nur weil ich jetzt aufgehört habe. Aber die sind Nee. natürlich auch viel sensibler jetzt für das Thema geworden, ne? Ich denke schon. Und ja, es ist, wie soll ich sagen, also ich bin jetzt auch nicht so unterwegs, ich bin überhaupt nicht missionarisch unterwegs, auch andere Leute, Ich ja, auch also du nicht. solltest jetzt nichts trinken oder, also das denke ich nicht mal, Ich auch geschweige denn nicht. aussprechen, das ist Nein. wirklich überhaupt nicht das Thema und bei ihm sowieso nicht. Ich habe das große Glück, es ist jetzt nicht irgendwie ein Thema bei uns und aber wenn da mal was ist oder er weiß auch, das ist ja auch super, der weiß, er kann die Mama jederzeit anrufen und ich hole ihn ab. Absolut, ja. Weil, ja, das finde ich dann schon auch wichtig, weil Alkohol und Autofahren, das ist dann schon Ja. wieder ganz eine andere Geschichte, gell? Ja, also wie gesagt, ich finde es toll, meine Kinder finden es auch super. Und aber ich weiß ganz am Anfang, als ich auch meinen Account hatte bei Instagram, oder ich hatte noch gar nicht das Love Sober, sondern mein privates, und habe dann auch angefangen, da habe ich so zaghaft angefangen, das nach außen zu präsentieren, dass ich also nüchtern lebe. Und habe dann auf Englisch immer Sober Lifestyle. Also mein Hashtag war immer Sober Lifestyle, Sober Lifestyle. Und dann hat mein Sohn irgendwann auch gesagt, der ist 24, ne? Mama, kannst du nicht mal ein anderes Hashtag nehmen? Ist immer so langweilig. Ich sage, ja, okay, ne? Und dann hat er sich auch wahrscheinlich gedacht, oh, jetzt ist
Jetzt ist sie aber da ganz auf einem Sober-Trip und so, ne? Also das haben die da schon, also man wird da schon beobachtet, ne, von den Kindern, aber ganz goldig, die haben mir dann auch mal Tipps gegeben. Und also ich finde es schön, weil die, wenn die das so sehen und dass wir da so ganz normal mit umgehen, dann ist das für die auch normal. Genau, das denke ich auch. Wie alt sind deine Kinder? 24? 24 und meine Tochter ist 22. Und 22, ja. Mhm. Ja, ich war ein bisschen älter, als ich sie bekommen habe. Aber wie gesagt, sie beide trinken auch wesentlich weniger, würde ich sagen. Weil ich habe meine Tochter habe ich immer gerne animiert, wenn wir unterwegs waren. Und jetzt animiere ich natürlich nicht mehr. Und wenn ich da einen Tee trinke, dann sagt sie dann, Mama, kann ich denn einen Hugo? Ja, ich sage, klar, ein Hugo geht. Aber wir hätten vorher wahrscheinlich zusammen jeder drei getrunken. Ne? Mhm, ja, ja. Genau. Also ich denke, das Bewusstsein wird schon Und mein Sohn allgemein trinkt nicht, der hat noch nie gerne Alkohol von mir getrunken. Mhm. Wahrscheinlich vorher, weil er mir zeigen wollte, immer, man trinkt nicht so viel. Und jetzt hat er, glaube ich, der weiß, dass mir das nichts ausmacht. Vor allem Bier interessiert mich überhaupt nicht, nie interessiert. Ich glaube, er macht es einfach nicht um, oder damit er, nein, er trinkt von mir keinen Alkohol. Mhm. Ja. Also grundsätzlich nicht. Nee. Ich habe den noch nie gesehen. Mit deinem Vater trinkt er schon Bier, aber mit mir, also bei mir nicht. Ich finde es okay, ich finde es super, ich finde es total nett. Und Ja. Ich denke, mit den Kindern ist der Umgang oftmals sehr, sehr unkompliziert. Da machen wir uns viel zu viel Kopf oftmals. Ja. Aber ich habe ja ein Interview gegeben mit ihm zusammen, da ging es da auch um das Thema und hat er auch gesagt, also wie ist ihm schon aufgefallen, dass ich sehr viel getrunken habe. Okay. Ja. Ja, das wusste ich auch, ja. Ja, das also wir können froh sein. Wir können froh sein, also dass wir da das gemerkt haben und dass wir vielleicht auch wirklich das super Glück hatten durch Vorarbeit, weil ich meine, du hast ja auch vorher schon ein paar Jahre vorher schon festgestellt, dass du problematisch für dich getrunken hast. Und das fehlte halt nur noch einfach so ein Funke. Ja. Bei dir war es der Podcast, bei mir war es Natalie im Fernsehen, plus die Bücher von Annie Grace, plus das Coaching, die Ausbildung, die ich dann gemacht habe, weil ich war dann so für das Thema auch gebrannt. Ich habe ja die Ausbildung bei Annie Grace auch gemacht, habe die letzten Sommer abgeschlossen. Und was hat mich einfach fasziniert, das Thema. Ne? Mhm. Ja, es ist doch total faszinierend. Das ist so spannend. Und weil wir werden so angelogen von der Alkoholindustrie und durch die ganze Gesellschaft so beeinflusst, dass wir ja glauben, wir haben was falsch gemacht. Genau. Aber wir sind ja die alles richtig machen. Genau. Ja. Und da finde ich, da muss man, also die Nachricht, also diese Message, die muss einfach weiter verbreitet werden. Und da tut sich was. Ne? Ich glaube, wie ist das in der Schweiz? Wie ist das? Also hier in der Schweiz habe ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel mitgekriegt. Mhm. Okay. Aber ich denke, das wird kommen, je mehr man da auch unterwegs ist und sich öffnet für das Thema, desto mehr wird man auf Leute treffen, die das auch, die das auch vertreten, und denke ich mir. Aber in der Schweiz ist der Alkohol sehr teuer und kann man. Ja. Es ist nicht so besonders teuer, würde also ich nicht so sagen. Also normal. Und kann man den auch an der Tankstelle kaufen? Tankstelle kriegt man den, ja. Ja. Eigentlich also eigentlich rund um, also rund um die Uhr könnte man in der Schweiz Alkohol kaufen, auch wie in Deutschland auch. Ja. Ja. Das ist echt, da gibt es noch viel zu tun, glaube ich. Da müsste jetzt in nächster Zeit mal was passieren, dass da Gesetze geändert werden. Und Ja, das stimmt. Denkt man vorher gar nicht so darüber nach, aber je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, ist das natürlich. Ja, ich denke mir, es ist halt, wie gesagt, bei euch ist es genauso wie bei uns. Es gehört überall dazu, auf allen Festen, auf Sportveranstaltungen. Ja, es gibt Veranstaltungen, da gibt es nur Zelte mit Bier und Alkohol und fast keine mit Wasser oder irgendeinen Alternativen. Das ist doch verrückt. Ja. Oder beim Skifahren auf den Hütten wahrscheinlich genau das Gleiche auch, ne? Ja. Ja. Ja, wie gesagt, wir sind froh und ich weiß nicht, was. Also ich kann das gar nicht in Worte manchmal fassen. Ne? Manchmal denke ich auch, das stimmt gar nicht. Ich glaube das noch gar nicht.
dass ich jetzt schon so lange ohne Alkohol lebe. Ja, bei es dir, ist, ja. 9 Monate ist ja auch schon, Es ist komisch, ich denke manchmal, oh, das ist so lange, manchmal denke ich, eigentlich so kurz, das kommt mir viel länger vor. Weißt du noch das Datum? Ja, ich glaube, das war der 25. April. Ah, wie war das der 8. April? War das weißt du noch den Tag? War das, also bei mir war das ein Mittwoch. Ich glaube, das war ein Sonntag, weil ich am Vorabend aus war. Samstag oder Sonntag, auf jeden Fall Wochenende. Okay. Perfekt, ja, Wahnsinn. Ja, was würdest du dir noch so wünschen für die Zukunft? Oder hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörer, die jetzt noch so überlegen, was soll ich tun? Also ich würde sagen, go for it. Ja, go for it. Ne? Go for it. Das lohnt sich so, so sehr. Und das kommt eine Dynamik und eine Kraft rein, wenn man mal angefangen hat aufzuhören. Das kann man sich vorher nicht vorstellen, wirklich. Ja. Es nimmt kein Ende, ne? Diese Kraft, du sagst es. Ne? Die ist so, man geht wie auf eine Welle und die Welle geht immer noch, finde ich. Ja, ja, geht immer noch. Und was man zurückkriegt an Lebensqualität und Gesundheit und schon nur vom Denken her, vom Hirn her, das ist Wahnsinn. Absolut, da bin ich ganz bei dir. Ich fand das jetzt so, ja, ich fand es eigentlich super schön. Lass uns die Welle, irgendwie, dass die Welle überschwappt auf alle Zuhörer, die noch überlegen, ja, springt einfach auf die Welle und surft die Welle weiter. Das lohnt sich. Es lohnt sich, absolut. Ja, liebe Diana, ich würde sagen, wir haben ein wunderbares Gespräch geführt. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe dich auch sehr gut verstanden. Super. Ich hoffe, du hast mich auch verstanden. Ich habe dich sehr gut verstanden, aber meinem Dialekt ist das nochmal was anderes. Nein, es war sehr schön, es war super. Und ja, wer Fragen hat zur ayurvedischen Ernährung oder zu Massagen, bitte schreibt der Diana alles. Ich verlinke das alles in den Shownotes und ich denke mir, sie wird alles beantworten. Ja, und ich freue mich, Diana, dass du da warst. Danke, danke. Ich danke dir, Chris. Vielen Dank. Es war sehr schön. Dank. Es war tschüss. Schön. Danke. Tschüss. Ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat dir gefallen und konnte dich motivieren und inspirieren. Vielleicht denkst du ja darüber nach, weniger zu trinken oder sogar ganz aufzuhören. Ein Leben ohne Alkohol ist einfach wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern und frei zu sein. Jetzt weiß ich, die Freiheit ist unbezahlbar. Wenn du diese Freiheit auch spüren möchtest und Unterstützung suchst auf deiner Reise in ein nüchternes, wunderschönes Leben, dann schau doch einfach mal in meiner kleinen Facebook-Community Love Sober vorbei. Dort sind wir ganz unter uns und niemand muss sich schämen oder rechtfertigen. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten 10 Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreib mir einfach eine E-Mail an chris@lovesober.de und das E-Book geht an dich raus. Wenn du noch mehr über mich und Love Sober erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, einen Blick auf meine Webseite zu werfen. Dort findest du auch Informationen zu meinen aktuellen Coaching-Programmen. Alle Links findest du natürlich in den Shownotes. Jetzt sage ich erstmal bis zum nächsten Mal und ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Das wäre fantastisch. Und wenn du keinen Podcast verpassen möchtest, dann lasse einfach gern ein Abo da. Vielen lieben Dank und wir hören uns nächsten Sonntag. Tschüss!